Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Alan Wake oder Alan Wakes American Nightmare, Folge Nummer 2. Ja, wir haben ja jetzt gerade ein paar Manuskriptseiten gesammelt. Kann man die eigentlich kaputt machen? Ne, die gehen nicht kaputt. Und sollen jetzt diese komischen Teile sammeln, also Batterie. Und was war das andere jetzt genau? Ventil. Haben wir auf jeden Fall schon. Was? Schlange? Alter. Kann man mal nicht komisch. Tears itself in two to avoid the hated light. What the fuck? Becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic. Vor allem, haben die gerade ihre... Alter! What the... Kann ich mich verarschen? Kann man die... ...verteilen? Na, okay. Scheißviecher. Nein, ehrlich? Niemals. Das war nicht übel. Das weiß ich jetzt schon, da wird bestimmt noch. Oh. Oh. Something tells me I'm really gonna need the extra firepower. Ja. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Das war doch gerade nicht die Batterie. Das war eine CD, oder? Also das sieht für mich wie eine CD aus. Also wir sollen auf jeden Fall jetzt mit Emma sprechen. Ja, das machen wir dann mal gleich. Muss doch bestimmt noch irgendwo eine Manuskriptseite versteckt sein. Coyote? Hab ich genau gehört. Ne, da brauchen wir glaube ich nicht lang. Da vielleicht noch? Was ist da? Ist das eine? Nee. Das wirkt mir gerade so. Ich glaube, das war einfach nur Taschenlampe mit dem blöden Kegel. Und da ist also auch nichts. Da können wir da hinten auch noch nicht mehr hin. Immer wieder so einen kleinen Blick auf die Minimap werfen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Da die da ja angezeigt... Da ist doch eine. Angezeigt werden. Aha. Siehste? Die habe ich nämlich jetzt eher durch die Minimap gesehen. Zack. Ungeschriebene Geschichte. The reality we take for granted is softer. More adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it. Turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people, and I know how to wield that power to rewrite reality. Also, ich würde jetzt mal gerne wissen, ist jetzt eigentlich, also er scheint es ja überlebt zu haben, soweit schon mal gut. Ist jetzt alles mit Alice? Hieß sie Alice? Ich glaube Alice. Alice hieß sie. Alles in Ordnung? Ich hoffe mal, ne? Und wir haben scheinbar wieder, ja, ich würde mal sagen, Ruhm erreicht. So, laut Erzählung. Also uns scheint es wieder besser zu gehen insgesamt. So. Also hier waren wir ja soweit, aber wir müssen hier auch weiter. Wir sollen dann nochmal zu der Frau hin, zu der Emmer. Emma. Ja, bitte. Da ist sie. Okay. Das geht bestimmt später nochmal auf. Bin mir eigentlich relativ sicher. Und man scheint ja auch immer wieder hierher zu kommen. Daher auch das Spawn. Na gut. Emma, hab da eine Batterie. No problem. Here you go. Thanks.
Das hättest du mir auch noch mal zeigen können. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Ich frage mich jetzt immer noch, wie sind wir jetzt hierher gekommen? ja, nö. Vergessen wir nicht. Kannst ja gerne nochmal tun. Zack. So, jetzt sollen wir wohl voll sein. So. Bin dann mal gespannt. Ob wir jetzt. Ach, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir jetzt schon das Ganze hier beenden können. Also das wird ja wohl alles sich noch ein bisschen hinziehen. Also, ne? Das wäre ein bisschen mau. Aber ich bin mal gespannt. Lol. Guck mal. Was? Ja. Was ist denn das? Juhu. Der war close. Da ist noch einer in der Nähe. Oh, ist besser geworden, das Gewehr. Kann das sein? Da muss man nicht mehr das mit dem Nachladen machen. Die Dinger haben jetzt alle anscheinend vernünftige Magazine. Boah. Ah, das Ding ist schon nice. Bam, bam. Huch. Können wir jetzt das nachladen? Nee. Okay. Oh. Können wir damit das Nachladen beschleunigen? Ja, ein komischer Glitch. Was ist das? Revolver? Nö. Nö, wer will den Revolver? Da. Was ist denn hier noch so? Da liegt was. Da liegt was. Ah. Naja. What the heck? Oh, was ist das denn wieder für welche? Okay, das heißt, man kann die entweder klein schießen. Okay, ich verstehe. Und dann brauchen sie nämlich nur noch einen Schuss. Okay, das ist interessant. Gut. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. So, was machen wir jetzt? Manuskript überprüfen. Huch. Das Rad war angebracht, das Öl floss. Die Batterie war angeschlossen und die Lichter blinkten. Im Ghetto Blaster lief die CD. Also, das Rad war angebracht. Da. Da können wir auf jeden Fall schon mal das Ventil einsetzen. Das Öl floss. So. Das hätten wir. Wo kommt die Batterie hin? Wo kommt die Batterie hin? Hier? Batterie einsetzen. Warnlichter betätigen. Die Lichter leuchteten. Und jetzt noch die CD einlegen.
Bevor schauen wir hier hinter nochmal. Cookie, 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 cookie. Mano. Ich dachte, da ist vielleicht noch was versteckt. Aber hier scheint nichts zu sein. Nope. Und die CD einlegen. Und nun? Okay. Ah, Satellit. Mhm. Okay. Verändern Sie die Realität zum ersten Mal. Hui, sieht aber nice aus. Fackelt alles hier mal einfach so. Das ist schon cool. Oh fuck. Alter, hier fliegt alles in die Luft. Na gut, hier ist auch immer eben so ein Satellit eingeschlagen. Schon so ein bisschen gestört. Oh Mann. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten wollte ich eh nochmal gucken gehen. Da wollte ich doch nochmal schauen gehen. Da wurden wir doch so rüde unterbrochen. Hier ran irgendwie rein oder so. Anscheinend nicht so really. War nicht von vorne. Na, mal gucken. Okay. Dann halt. Dann halt nicht. Wollte ich sagen. So, Heilung brauchen wir nicht. Oh, Junge. Mach hinne. So, ab zu Emma. Okay. What the heck? Liegt ja einfach mal so ein Satellit. Jetzt ist die Frage, haben wir den jetzt runtergeholt, geschrieben? Geschossen ist ja nicht richtig. Was ist das? Oh. Guck mal her. Was sind das denn für Jungs? Jupp. Haben wir noch alles mitbekommen. Ja, man muss immer so ein bisschen auf den Kopf von der Welt achten. Ah, das sauberes Ding. Dann hat man eigentlich auch ganz gutes Anzeichen, wo was kommt. Ja, ja. So, du glaubst, da sind mehr und du glaubst, du weißt es. Oh, sogar zwei von denen noch. Oh, oh. Dicker Sack. Na komm her. Hui. Das war knapp. Zack. Hallo. Oh. Hallo? Hallo. Bist du denn? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something.
Maybe you could find out more from there. I got some keys that you can maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Ja, und dann erstmal ins Auto rangehen und weiterfummeln. Ja, ist klar. Aber er sollte eigentlich schon gucken, dass er sich ein bisschen im Licht aufhält. So, also, hier irgendwo soll noch was sein. Das ist jetzt vielleicht sogar das mit der Manuskriptseite. Das wäre ja nice. Komm. Bestimmt brauchen wir erstmal von da den Schlüssel oder so. Okay. Also hier kommen wir nirgends rein. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dip. Ach, uff da. Nein. Ich wusste es doch. So, also. Müssen wir nämlich doch da hinten hin. So. Ich würde aber einfach mal sagen, während ich jetzt hier schon mal zum Licht laufe, dass wir jetzt nämlich schon wieder am Ende der Folge sind. Ich hoffe auch, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Alan Wake. Auf bald!